Herzlich willkommen an unserem Tagesimpuls der Bremsratenser von Magdeburg. Schön, dass Sie bei uns sind, heute am 19.03., dem Hochfest des heiligen Josef. Vor einem Jahr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind wir online gegangen mit unserem Kanal und mit diesem Satz habe ich Sie damals begrüßen dürfen. Danke an dieser Stelle schon mal, dass Sie uns ein Jahr lang die Treue gehalten haben. Mir kam es so vor, als wäre ich manchmal selbst der Josef gewesen, an dem Fenster ich ja hier stehe, in der St. Josefskirche in Olvenstedt. Sie können sich vielleicht erinnern, der Engel ist im Rücken vom Josef. Der Engel hält ihm den Rücken frei, damit er eben seine Familie beschützen kann, damit er sich um Jesus und um Maria kümmern kann, dass sie eben fliehen müssen nach Ägypten, nach der Geburt, dass er eben um sich alles kümmert. Ihm wird der Rücken freigehalten durch den Engel, der ihn begleitet, ihn beschützt. Ja, vielleicht auch auf Wege führt, die er nicht so genau wusste, was auf ihn zukommt. Das war bei uns im Klosterkanal genauso. Und ich bin dankbar. Und ich fühle mich wie Josef mit dem Engel im Rücken, gestärkt mit Gottes Geist, mit Gottes Segen, haben wir diesen Kanal aufgebaut und wollen mit Ihnen in Verbindung bleiben in dieser Corona-Zeit. Das war und ist unser Ansinnen, dass wir gemeinsam den Glauben leben können, uns gegenseitig stärken können, dass wir gemeinsam mit Gottes Hilfe diese Zeit durchstehen. So wünsche ich Ihnen für diesen schönen Festtag alles Gute, bleiben Sie gesund und bleiben Sie gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Und wenn Sie noch mehr Filme schauen möchten, mit uns verbunden bleiben, dann hier abonnieren diesen wunderschönen Kanal. Und hier oben geht's zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.